Mein Gott. Was war das für eine Höhlenexpedition? Oh mein Gott. Jetzt gehen wir mal eben nach unten und gehen die Sachen mal eben einsortieren. Zwei Punkte da. Zauberbücher, alles was so gefunden habe. Puppe, noch ein Zauberbuch. Das Schwert lasse ich mal da drin. Räucherofen könnte ich nochmal. Das könnte ich nochmal. Silberohr. Silber. Müsste ein von den. Silber. Du willst mir doch jetzt nicht sagen, du passt da nicht mehr rein. Hä? Anscheinend passt es nicht mehr rein. Slim! Slim kommt da rein. Kohle. Schallplatte, kann ich dich da? Okay, die spielt was, aber ich höre es halt nicht, weil ich die Musik ausgeschaltet habe. Da Eisenbahn. CD-Musik. So, warte mal. Lapis, Lapis, da ist Lapis. Ja, Schnüre. Ich die halt hin. Dahin? Ja, da brauche ich noch. Fichten, das Ding kann ich da wieder reinpacken. Enderaugen. Falls wir irgendwann mal den Enderdrachen machen sollten. Die leuchtet sogar! Das ist mein Highlight von der letzten Tour. Tatsächlich. Das ist ein absoluter Highlight. Die ist mega cool. Dina-Fragment. Was soll ich denn mit dem Dina-Fragment? Vielleicht wissen andere das eher als ich, aber... da rein? Was macht man mit einem Diener-Fragment? Ein goldener Apfel. Den habe ich mir direkt gesnackt. Okay, es ist leer. So. So, jetzt haben wir es wieder aufgeräumt. Halbwegs. Achso, Eisen. Eisen könnten wir mal eben schmelzen. Haben wir wieder ein bisschen was. Den Eimer brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ach, da, das Valarium könnte mal weg, da oben ist. Oh, das hatten wir schon mal eingesammelt. Okay, gut. So, die Erde können wir gleich ein paar ballern. So, dann gehen wir wieder unten unser Haus bauen. Aber ehrlich. Uiuiui. Ich habe noch Schlaf im Auge. Gehen wir mal nach unten. Ui, jippa. Ui, jippa. Ich glaube, wir machen das mal nicht alle 25 Folgen wechseln wie das Texture Pack, sondern alle 15. Damit hier ein bisschen Schwung reinkommt. Vielleicht liegt es daran, weil mir das Texture Pack hier gerade nicht so ganz so gefällt.
So. So. Oh, guck mal, da sind wieder ein paar Bäume gewachsen. Das ist sehr gut. Hier müssen wir noch das Loch zu machen. Hier müssen auch noch ein paar Fackeln hin. So, tun wir mal im... Was wir, glaube ich, machen, ist hier einmal den Weg weitermachen. Also auf der anderen Seite. War hier an den Häusern vorbei, damit ich das so halbwegs einschätzen kann. Dann geht da einmal eins und dann geht einmal hier einer rum. Hier, genau. Hier, der müsste nochmal weg. Der müsste nochmal weg. Da hat gerade irgendjemand was gebaut. Da ist er. Oh, wir haben, warte mal, wir haben Stein. Wir können. Wir machen erst das Haus fertig. Ich hoffe, dass das reicht. Frage ist halt, in welche Richtung. Wenn ich das so mache, wird das voll riesig, das Dach. Wir werden das wahrscheinlich in hier machen, in die Richtung. Nee, halt, stopp, warte mal. Wie war das? Nicht so, sondern so. Ah. Falsch gebaut. Habe ich noch eine? Nein, ich habe keine mehr. Fuck. Ach ja, sieht ja keiner, wenn das hier nachher zu ist. Das wisst ihr. Oh ja. Also, pssst. So. Das heißt, hier kommt noch einer hin. Wir müssen das so machen. Aber wir machen hier oben auch noch ein Zimmer hin. Je nachdem, wie weit das jetzt geht. Erst die eine Hälfte des Hauses. Und die andere Hälfte. Wer von euch geht denn auf die Gamescom dieses Jahr?
Ich bin dieses Jahr 2 Tage da. Ich weiß aber gar nicht. Ich bin mal gespannt. Letztes Jahr hat mir die Gamescom nicht so gefallen. Weil ich auch wie ganz viele zwischendurch das Gefühl habe, dass die Gamescom halt irgendwie nicht mehr Spielemesse, sondern eher so, ja, Influencer-Messe will ich nicht sagen, weil es gab schon immer auf der Gamescom Influencer. Vorher waren es die YouTuber, dann waren es also auch Let's Player. Jetzt sind es halt die TikToker. So. Aber ich finde, das ist halt auch keine Spielemesse mehr an sich. Wisst ihr, wie ich das meine? Also es fühlt sich nicht mehr an wie eine Spielemesse. Die schon alleine deswegen nicht, weil die großen Publisher, die eigentlich normalerweise immer da waren, halt überhaupt nicht mehr da sind. Finde ich. Und das. Ich finde, das merkst du auch, wenn ich überlege, dass früher so Riot oder so halt riesen Aufgebot gemacht hat für League of Legends. Und mittlerweile halt nicht mehr da sind, genauso wie Blizzard, merkst du halt schon, finde ich. Was mich irgendwie schon ein bisschen traurig macht. Weil sollte es auf der Gamescom nicht eigentlich um Spiele gehen? Dann hattest du auch noch Spiele, wo du Bock drauf hattest, die anzutesten. Ja gut, Assassin's Creed Shadow kommt halt bald raus. Das wirst du wahrscheinlich, sehe ich mal, auf der Gamescom antesten. Aber das finde ich halt auch schon wieder schwachsinnig. Warum soll ich Assassin's Creed Shadow antesten? Ey, wir müssen nochmal Schneide holen. Wenn das Spiel sowieso in ein paar Wochen rauskommt. Ich glaube, im September kommt das, glaube ich, raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ja nicht mal mehr einen Monat. Und bringt halt nicht, dass ich das dann da ausprobiere. Wisst ihr, wie ich das meine? Okay, das müssen wir hier mal gucken. Hier könnte man eventuell auch noch ein Zimmer hinmachen. Das heißt, es müsste. Ja, mal gucken. Hier ist die Treppe nach oben. Bla 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 bla. Müsste hier auch so eine Treppe nach oben gehen. Nee, halt, stopp. Sollte an der gleichen Stelle anfangen. So. Das sollte dann hin. Ja, ich bin mal gespannt, welcher. Ich habe auch gehört, nächstes Jahr soll ein neuer Tomb Raider-Teil rauskommen. Da freue ich mich ja schon wie so ein kleines Kind drüber, weil Tomb Raider halt einfach eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Deswegen bin ich da mal gespannt. Warum kommt hier Wasser rein? Also, deswegen bin ich ja mal gespannt. Ich freue. Also, ich würde mich definitiv freuen. Ich bin kein Fan von Einzeltreppen, von einer Treppe. Oder wir machen hier noch eine Treppe und die geht dann hier in die Mitte, weißt du, so, und dann geht die hier in die Mitte nach oben. Dann kommst du quasi hier an. Oh, warte mal.
So. Ja, mal gucken. Okay, warte mal, dann müssen wir einmal nach unten. Vor ein paar mehr Treppen. So, mal Tür zu machen, sonst haben wir gleich hier einen Zombie drin. Hocken. Mal was ausprobieren. Hier, dann geht man nämlich nicht hier an der Seite, nämlich hier so runter. Was ja vorher so der Fall war, sondern man geht hier in der Mitte runter. Ah, jetzt kann ich da aber keinen Tisch mehr hinstellen. Ich wollte eigentlich noch so einen Tisch hinstellen. Das könnte ich mir für das nächste Haus vorstellen. Weißt du, dass wir so eine so eine richtig geile Doppelhälfte bauen. Also, dass wir so eine riesen Villa bauen. Aber die Villa ist dann noch Stein. Also, die Wände sind dann noch Stein. Da gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Ja, die Idee ist gut. Tatsächlich. Zum Pickel. So. Doch, warte mal. Winter auch. Ja, warte mal. Machen wir die wieder dahin. Nein, das war nicht das, was ich machen wollte. Und warum ist da? Nee, machen die wieder die alte Treppe dran. So, war hier die Treppe. Das war ja vorher die Treppe hier. So, achso. Ah, nee, ich bin doof. Obwohl. Ist okay. Hier ist halt doof, weil du direkt reinlaufen kannst. Oh, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Was haben wir hier? Hier ist es weiter tatsächlich. Oder sieht das nur so aus? Genau, das müsste. Da müsste man. Ah, die ist eine weiter.
Ach, sie fängt ja auch viel später an. Die hat 1, 2, 3, 4 Platten. 1, 2, 3, 4. Oh, du gehst noch. Ja, anscheinend geht das bei euch. Okay, cool. Ich habe nämlich noch ein Bett für euch. Dachschräge. Oh, eine Dachschräge. So. Guck mal da, wir haben sogar Dachschräge. Wie geil ist das denn? Und ein Glas. Warte mal, habe ich noch Glas? Ich muss mal eben welches holen gehen. Und ich muss noch Steine holen gehen. Wir haben schon wieder zu wenig Stein. So, jetzt gehen wir erstmal Sand holen. Das muss ich auch noch mal irgendwann mal alles wegmachen. Holen wir Sand hier unten. So. Ich glaube, das reicht. So, jetzt können wir einmal Stein holen. Gehen wir nochmal in die Höhle. Aber diesmal rennen wir nicht so weit in die Höhle rein, sondern gehen einfach nur ein bisschen Stein holen. Ich glaube, drei Stacks brauchen wir. Ich brauche ein bisschen mehr als 3 Stacks. Ich wollte ja noch eine Villa machen, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hinbaue. Danach kommt ja erst, nach der Villa kommt ja erstmal der Aussichtsturm. Ich muss mal gucken. Guardian müssen wir mal gucken. Dass wir die irgendwie machen. Weil umso mehr Medikis wir nämlich hier in unserem Dings packen, umso eher ist leider die Gefahr, dass wir einen Raid kriegen von Pillagern. Und die Pillager waren letztes Mal schon in unserer schönen Wohnung. Deswegen. Oh, hi. Schön, dass du kein Damage machst. Deswegen. Nummer 1. Nummer 2. Das hier, glaube ich, mal eben. Mal hier den Wasser wegmachen. Sollte reichen, glaube ich. Da haben wir noch eine. Ne. Sollte reichen. Oh, das regnet und die Sonne scheint. Also müssen wir doch. Gibt es in Minecraft sowas wie Regenbogen? Regenbogen? Das verstehe ich auch nicht. Viele Menschen regen sich ja über LGBTQ auf. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Es gibt halt manche Leute, die sind da sehr penetrantisch drin, sag ich mal, in ihrer LGBTQ-Welt, weißt du, die das dann unbedingt auf Krampf vermitteln wollen. Aber ich verstehe nicht, warum so viele Menschen LGBTQ mit dieser. Also warum nur noch diese Regenflagge zu LGBTQ gehört. Nee. Ich meine, Regenbogen ist doch eigentlich was Schönes. So. Warum so viele Leute sich von einer Regenbogenflagge getriggert fühlen. Einfach nur, weil die Flagge irgendwo hängt. Ich frage mich halt immer, fühlst du dich dann halt auch getriggert, wenn du halt am Himmel diesen Regenbogen siehst? So? Wisst ihr, wie ich das meine? Wo ich mir dann denke, was ist das für ein Schwachsinn? Achso. Ja, das muss ich hier auch nochmal abmachen. So, weil ich denke mir halt einfach, jeder soll doch so leben können, wie er möchte. So. Aber solange derjenige mich halt nicht dazu zwingt oder auf Krampf versucht halt, dass ich halt auch so lebe, ist doch alles vollkommen okay. So. Ich finde, Leute zwingen, was zu akzeptieren, ist immer der falsche Weg. Weil du kannst halt niemanden dazu zwingen, dass er das halt akzeptiert. Wisst ihr, wie ich das meine? Angenommen, es gibt Leute, die mögen kein. Ja, gut, der Vergleich hinkt ein bisschen. Mag kein Eis.
So, ich kann ihn doch schlechter zu zwingen, Eis zu mögen. Vielleicht ist halt mit der EDPDQ. So, das sind Menschen, die sollen so leben, wie sie leben möchten. Aber zum Beispiel Leute dazu zwingen, dass sie halt, sag ich jetzt mal, gendern oder so, ist halt der falsche Weg. So, man kann Leute halt nicht zu irgendwas zwingen. So, bitte nicht in meine Kommentare kommen und irgendwas schreiben, ja, aber das ist kein Zwang, das ist, weiß ich nicht. Diskriminierung ist kein Zwang. Ich rede auch nicht um die Diskriminierung. Kein Mensch auf dieser Welt soll diskriminiert werden dafür, dass er halt Frauen liebt, Männer liebt, beide liebt, gar nicht liebt. So, finde ich total schwachsinnig. Aber es gibt halt Menschen, die verstehen das halt nicht. So. Sollte man sie dann, umso mehr du halt dieser Menschen dazu zwingst, dass sie das halt verstehen, oder dass sie das dann auf sollen, machst du ja genau das Falsche. Ist ja genauso wie mit vegan werden. Manche Leute wollen halt einfach nicht vegan werden und jemanden, sag ich mal, vegan ist nur gut, ist gut, so. Ich mag zum Beispiel vegan gar nicht. Ich habe es ausprobiert, und habe ein paar Mal vegan gekocht. Und ich habe halt für mich festgestellt, es ist halt nicht meins. So, aber jemanden da dann zu zwingen, ja, werd jetzt vegan, so, ist genau das falsche Thema, weil du stößt dann ja einen damit weg. Und das ist ja das gleiche wie mit der LGBTQ. Wenn man jemanden dazu zwingt, dass Leute das halt verstehen. Ich bin immer der Meinung, lass die Menschen so machen, wie sie möchten. Lass die Menschen so leben, wie sie möchten. So, solange sie mich halt nicht dazu zwingen, ist doch alles okay. Ich meine, ich hasse Diskriminierung auch. Vor allen Dingen hasse ich Vorurteile und Vorwürfe und keine Ahnung was. Davon habe ich in der Schule schon genug gehabt. Aber ich finde halt, man sollte Menschen halt zu nichts zwingen, weil Zwang macht genau das, was bringt halt gar nichts, weil es hilft halt nicht. Es bringt nicht das zum Ziel, was du gerne hättest. Außer du möchtest gerne Mr. H.0 spielen. Weil der hat das unter Zwang gemacht. So. Der hat auch alle erschossen, die nicht auf ihn gehört haben oder beziehungsweise anderer Meinung waren. Und ich glaube nicht, dass wir heutzutage wieder dahin kommen wollen, wo Mr. Schnauzbart hier hin möchte. Ich glaube, da möchte keiner von uns hin mehr. Was ich bescheuert finde, man soll sich deswegen aber auch nicht eingeschränkt fühlen. Also jetzt auf beiden Seiten. Die einen sollen sich nicht eingeschränkt fühlen und die anderen sollen sich nicht eingeschränkt fühlen. Aber das wird ja... das ist, glaube ich, ein sehr... Was bin ich da verrutscht? Ein sehr schweres Thema. Ich hatte früher immer so das Gefühl, früher war das nicht so. Also nicht so schlimm wie heute. Ich habe sowieso das Gefühl, dass früher alles nicht so schlimm war im Gegensatz zu heute. Oder es war früher halt einfach nicht so ein großes Thema. Das kann natürlich auch sein. So. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie... Wie nenne ich das? Dass das ein großes Thema ist. Tatsächlich. Ich habe keine Kohle. I have no Kohle in my Tash. Das ist ein Räucherofen, das ist kein normaler Ofen. Ich kann einen normalen Ofen machen. Ich
ich finde halt, Leute zu irgendwas zu zwingen, ist halt das Schlechteste, was du halt machen kannst. Du kannst halt keinen zu irgendwas zwingen, das geht halt nicht. Was bist du denn? Holzplatte. Ah. Cool. Deswegen, Leute zu zwingen, ist halt das Schlechteste, was du machen kannst. Wo ist der Metzger? Haben die alle ein Zimmer? Ich meine, die haben alle da ein Zimmer. Wie sieht das denn hier aus? Hallo. Bei euch. Du hast irgendwie noch keinen. Komm mal raus da. Hallo. Ich will dich. Kommt er denn da hinten hin? Wie kommt er da hinten hin? Das ist jetzt eine bescheidene Frage. Wo hüpfst du? Wo hüpfst du denn? Da oben stehen ja noch welche. Ich frage mal so doof, wie kommt die da hoch? Wie kommt die da hoch? Da unten hocken sie. Geil. Okay, alles klar. Ich glaube, ich muss hier mal ein paar Backen hinmachen. Was ist denn mit euch? Was ist denn mit dir hier? Der Bauer hat sich einfach versch. Noch einer, der irgendwie am Hüpfen ist? Was ist denn bei dir nicht richtig? Warum hüpfst du denn da lang? Geh doch mal weg. Hier. Husch, husch. Wieder hockt. Noch einer. Ich muss gerade mal gucken, ob hier nicht noch irgendwo einer rumhüpft. Die sind alle in ihren Betten. Da sind auch welche in ihrem Bett. Da ist einer, der hat noch kein Bett. Hast du kein Bett? Du hast kein Bett. Wo rennst du denn jetzt hin? Zum Hinker. Metzger ist doch hier. Ich verstehe nicht, warum manche Villager hier nicht. Da.
Danke. Bauer, Dings, geht doch. Hier ist die Tür noch auf. Ich glaube, ich mache das ehrlich ab. So, haben wir jetzt. Ist sonst noch irgendwo einer, der hier frei rumläuft? Da hier vorne steht. Du da! Ja, aber du hast noch kein Zuhause. Bitte nämlich da nicht rumstehen. So. Ist das das. Wie nenne ich das? Wohnhaus der Handwerker? Wohnhaus der Handwerker ist ein gutes. Ist gut. Habe ich sonst noch irgendwo einen rumflitzen? Nimitsumi habe ich noch. Sonst hier ist noch die Tür auf. Oh, oh, oh. Hier, da haben wir alle drinne. Da pennen zwei. Hier haben wir jeden. Ah, oh, hier sind die Barretts. Hier sind noch Barretts. Schau dir einmal dein Licht. Hier sind keine. Da sind noch Barretts. Hier brauchen wir noch eine Lampe. So. Aber wir haben viel zu viele Barretts. Da auch. Wir sind hier. Ja. Eindeutig zu viele Fischer. Ein Fischer reicht, glaube ich. Hallo. Habt ihr eine Barretts? Ja, habt ihr. Ach, der Maschinist? Kommst du mal mit? Nimm mich mal mit. Wir müssen hier. Muss ich hier nochmal gucken? Ich lasse die hier alle. Fischer sind. Jetzt wollen wir mal gucken gehen. Okay, da haben wir. Ein zweites Bett hatte ich doch noch da. Der läuft halt direkt in dein Bett. Mist. Maschinist, jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Kessel, Weber. Räucher, Dings. Ist das der Amboss? Er läuft auch strange wieder nach Hause. Oder ist kein Bett mehr für dich? Kann ich dich eigentlich aufnehmen? Nee, ich kann dich nur. Du bist arbeitslos. Komm mal mit, du arbeitslose Socke.
Jungen. Ein paar Metzger. So, die Barry schmeiße ich mal eben einmal weg. Das da und das da. So, ich glaube, unser Haus ist fertig soweit. Ja, unser Haus ist fertig. Ein bisschen schmal, schmaler als ich gedacht habe, aber es ist soweit fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Deko, Stühle und so, dann ist die Inneneinrichtung auch ganz cool. Vor allen Dingen brauchen wir Wolle. Oh, hier stehen hier schon zwei fette Bäume. Will ich nur einen haben. Aber wir haben wieder Holz. Hoppala. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!